Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Herrschafts-Gameplay auf der Map Hijacked und heute mit dem edlen PlayStation-Spender Kramer84, der hier ein Herrschafts-Gameplay hingelegt hat auf der Map Hijacked und wir spielen heute mal wieder die Runde 1 und er spielt mit der AN94. Eine sehr geile Waffe. Habe natürlich mit dieser Waffe auch schon Erfahrungen gemacht und habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. So, heute in meinem Gameplay soll es mal um den sogenannten Drogenkrieg in den südamerikanischen Ländern gehen. Und der Drogenkrieg ist inzwischen ja schon ein kleines Krebsgeschwür auf unserem Planeten. Wenn wir ein bisschen Kokain durch die Nase ziehen, dann sind wir mitverantwortlich für die Drogentote in südamerikanischen und in anderen Ländern. Weil jedes Gramm Kokain und jedes Milligramm Kokain für Tod, für Gewalt und für Mord verantwortlich ist. Und ich kann euch das auch mal ziemlich genau sagen, warum das so ist. Es gibt die sogenannten Kartelle. Das sind verschiedene Organisationen, die dieses Kokain, dieses Marihuana einfach an verschiedenen Stellen bringen möchte. Zum Beispiel in die USA. So, da haben wir zum Beispiel einmal das Pedobär-Kartell. Habe ich mir jetzt mal ausgedacht. Und dieses Pedobär-Kartell hat Marihuana. Und dieses Pedobär-Kartell möchte dieses Marihuana in ein anderes Land bringen, um es dort gewinnbringend zu verkaufen. Aber da kommt das andere Kartell, das Justin Bieber Kartell. Und dieses Kartell möchte aber nicht, dass dieses Marihuana, ne, in dieses Land kommt von diesem Pedoper Kartell. Also was machen die beiden? Die bomben sich ab, die schlachten sich ab, die morden sich gegenseitig. Die erschießen sich, um es auf den Punkt zu bringen. Ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass es eine Grenzstadt gibt in Ciudad Juarez, oder besser gesagt, die Stadt heißt Ciudad Juarez und gilt wirklich als gefährlichste Stadt auf unserem Planeten. Vergesst Bagdad, vergesst den Irak, vergesst Afghanistan, vergesst eigentlich jedes Land, was du überhaupt kennst, weil Ciudad Juarez toppt alles. Dort werden 12 Menschen an einem Tag ermordet. 12 Menschen, Leute. Das bedeutet, dass in 10 Tagen 120 Menschen dort abgeschlachtet werden. In einer 1,1 Millionen Einwohnerstadt. Da gibt es in einem Jahr etwa 3200 Tote. Allein Deutschland ist mit 850 Toten eigentlich noch relativ im grünen Bereich. Und ihr seht schon, dieser Drogenmarkt floriert auch wirklich, weil es immer noch Käufer gibt, die dieses blöde Zeug konsumieren müssen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, warum Kokain, wenn du es konsumierst, mitverantwortlich, also dass du mitverantwortlich bist, dass es halt eben diese Gewalt gibt und dass Familien getötet werden, Kinder ermordet werden, Frauen vergewaltigt werden, Leute entführt werden. Das liegt alles an diesen scheiß Drogen, um es mal genau auf den Punkt zu bringen. Und jetzt kommt natürlich die Überlegung, könnte man Drogen nicht einfach legalisieren? Das könnte man machen, aber was würde dann passieren? Keiner weiß, was dann wirklich passieren würde. Stellt euch mal vor, Marihuana, Crack und diese ganzen harten Drogen würden erlaubt werden. Es würde wirklich viel kaputt machen, weil Drogen zerstört wirklich sehr viel. Und schaut euch doch nur mal diese cracksüchtigen Nigger an und die cracksüchtigen Straßengangster in, wie heißt diese Stadt? Ich weiß den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall diese Gangster in Puerto Rico, genau. So nennen sie sich, die Crack-Gangster. Und diese Gangster sind wirklich, das ist nur noch eine Hülle, Leute. Nur noch eine Hülle, die am Arsch ist durch dieses scheiß beschissene Crack. So.
Gut, für dieses Cracknicker muss ich mich natürlich entschuldigen. Das war jetzt mir so rausgerutscht, weil ich vor einer Woche eine Doku gesehen habe. Da hat dieser eine Typ gesagt, yo, Cracknicker. Und ja, das ist mir noch ein bisschen eingeprägt. So, das war der Sieg, Leute. 113-59. Und jetzt sage ich die Wahrheit. Sag nein zu Drogen und zu Crack und zu Crocodile. Crocodile kennst du wahrscheinlich, das ist die härteste Droge der Welt, die zerfrisst dich. Sag nein zu Zombie-Shit-Droge, Mann, weil das frisst dich irgendwie alles auf und so. Und jetzt muss ich nochmal in meinen Posteingang, weil ich noch etwas sagen möchte. Wir gehen heute mal zu The Magic Ohm und der hat mir eine Nachricht geschrieben. Gucken wir mal. So. Ach, Mist. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss mal in meinen Posteingang. Das ist leichter hier was zu finden. Und zwar, kannst du mich in einem deiner neuen Videos meinen Clan erwähnen? Most Germany. Ja, ich grüße hier den Most Germany Clan. Ich hoffe, ihr habt dich richtig ausgesprochen. Ich hätte auch Modola Germany sagen können, aber ich glaube, das wäre nicht richtig. Most Germany ist, denke ich mal, richtig. Ah ja, das gute alte Dollar. Lecker, Schmecker. Ciao, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3.